Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Meine Liebe, ich möchte mal Klartext mit dir sprechen, wobei ich dir helfen kann und wobei ich dir definitiv nicht helfen kann. Ich hatte die Woche eine Dame im Gespräch, die in den Genuss kommen wollte, eine kostenfreie Durchbruchssession mit mir zu haben. Und ich habe sie dann gefragt, wie schaut denn so dein ideales Leben aus, dein Traumleben? Und dann sagte sie zu mir, ich lebe mein Traumleben schon. Ich habe eine Stelle im öffentlichen Dienst. Was ich da reduzieren möchte, ich möchte vom Fulltime-Job weg zu 30 Stunden. Und ich möchte meine Schulden abbezahlen. Sie hatte anscheinend irgendwelche Schulden, warum auch immer, weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. Und ich möchte nebenbei 500 Euro mit meinem Hobby verdienen. Und ich habe ja dann gesagt, sorry, da bin ich wirklich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Dabei kann ich dir definitiv nicht helfen. Ich kann dir dabei helfen, wenn du dir ein wirklich freies Leben gestalten möchtest, wo du absolut deinem Herzen folgst, erstmal entdeckst, was so dein Herzensding überhaupt ist. Wenn du eine Ahnung hast, so ganz tief in dir, du musst nicht genau wissen, was dein Ding ist, aber wenn du so ganz tief in dir so eine Ahnung hast, dann muss das Leben doch noch mehr für mich bereithalten, also für dich bereithalten, als das, was bislang war. Da muss es doch noch mehr geben, weil das sind genau die Dinge, die ich mich ja mal gefragt habe, die so in mir tief gegoren haben. Und du möchtest raus aus der Tretmühle, dir von anderen den Alltag oder deinen Tag überhaupt vorschreiben zu lassen. Du möchtest raus aus der Tretmühle, dir einen Urlaubsschein von irgendjemandem genehmigen lassen zu müssen oder überhaupt dir von jemand anderem vorschreiben zu lassen, dass du zum Beispiel 30 Tage Urlaub im Jahr hast und diese 30 Tage dir einteilen musst. Mit anderen Worten, wenn du dich auch gerne langfristig dort aufhältst, wo es dir gerade gefällt, das jetzt völlig ortsunabhängig ist oder ob du noch einen festen Wohnsitz irgendwo hast, das ist ja mal egal. Aber wenn, mein Beispiel, ich habe heute Morgen durch eine Inspiration Guadeloupe neu für uns entdeckt und da schon geguckt nach Flügen und auch nach Wohnungen. Es wird wohl dieses Jahr noch, wenn wir es irgendwie im Kalender noch unterkriegen, noch ein Reiseziel sein. Also wenn du so flexibel sein möchtest und dann einfach zum Beispiel buchen möchtest, ohne dir zu überlegen, wie kriege ich das Geld dafür zusammen? Und vor allem, ohne jemand anderen zu fragen, der vielleicht sogar noch jünger ist als du, kann ich dann und dann Urlaub machen. Also wenn du in der Richtung dich inspiriert fühlst, dann bist du definitiv bei mir richtig. Dann kann ich dir helfen. Denn wenn es einfach nur darum geht, deinen Job zum Beispiel von 40 Stunden auf 30 Stunden zu reduzieren oder nebenbei 500 Euro zu verdienen, da brauchst du mich nicht für. Ich denke, da brauchst du auch nicht unbedingt einen Coach für, weil da brauchst du einfach nur mit deinem Arbeitgeber zu sprechen, dass du von 40 Stunden auf 30 Stunden reduzierst, wann auch immer. Und um 500 Euro nebenbei zu verdienen mit deinem Hobby, wenn du irgendwie ein kreatives Hobby hast, wo du was erstellst, keine Ahnung, Wildkräuterpasten und Kräutersalz herstellen oder gerne mit Wolle arbeitest und gerne filzt, dann kannst du zum Beispiel im Sommer kreative Sommerlatschen aus Filz herstellen und im Winter kreative Hausschuhe, wärmende Hausschuhe aus Filz herstellen und dann gehst du halt auf Feste, auf Ausstellungen, auf Märkte und verkaufst das. Und da ist es ein leichtes, 500 Euro im Monat nebenbei zu verdienen. Da brauchst du keinen Coach für, da brauchst du eigentlich nur
ins Handeln zu kommen. Ja? Und deshalb habe ich der Dame dann eben auch gesagt, sorry, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin, da kann ich dir nicht bei helfen, da brauchst du eigentlich gar keine Hilfe, da brauchst du einfach nur ein bisschen kreativ sein. Wobei ich dir auch nicht helfen kann, ist sechsstellige Monatsumsätze zu machen, also sechsstellig über 100.000 Euro im Monat Umsatz zu machen. Warum kann ich dir dabei nicht helfen? Weil ich das selbst noch nicht gemacht habe, weil ich bin wohl auf dem Weg dahin, aber ich kann dir dabei noch nicht helfen, stabil sechsstellig im Monat zu sein. Müssen wir auch ganz klar drüber reden. Ich kann dir nur bei den Dingen helfen, die ich selbst gemacht habe, die ich selbst lebe, die ich selbst ja authentisch einfach mache. Und das ist, wenn du in dir fühlst, dass das Leben einfach an dir vorbeizieht, dass du dich ein Stück weit in der Tretmühle gefangen fühlst, im Hamsterrad gefangen fühlst und gerne mit 75, 80, 85 auf dein Leben zurückblicken möchtest und genauso wie ich eben dann zwar denkst, okay, es hat ein paar Jahre gedauert, bei mir hat es ja auch einige Jahre gedauert, bis ich auf den Weg gekommen bin. Das war bei mir so den allerersten Weg, die allererste Investition in Ausbildung habe ich vor, ja, inzwischen 14 Jahren getätigt. Das heißt aber jetzt nicht, dass du 14 Jahre brauchst, um da weiterzukommen, sondern meine ganzen Erfahrungen, die ich ja inzwischen habe, es geht schneller. Du kannst in einem Jahr in deinem Traumleben angekommen sein. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn wir gemeinsam arbeiten, setze ich auch alles dran, dass du das erreichst, weil wir haben da ein klares Ziel und du mit deinem Commitment wirst mit mir gemeinsam auch dieses Ziel dann erreichen. Und wobei ich dich jetzt, um mal über Geld zu reden, definitiv bei unterstützen kann, ist stabil mehrfach vierstellige Monatsumsätze zu machen und auch in die Fünfstelligkeit zu gehen, also 10.000 Euro und mehr im Monat zu machen an Umsätzen, weil ich das definitiv ja mache, weil ich das auch Monat für Monat mache. Und auch mehrfach fünfstellige Monatsumsätze. Also wenn du in der Richtung und vor allem auch, und das ist ganz wichtig, ich habe jetzt gerade noch mal von Geld gesprochen und Umsätzen. Was dahinter sich verbirgt, ist die Mission, die wir bei dir entdecken. Also wenn du das Gefühl hast, da muss es noch mehr in meinem Leben geben. Du musst auch da nicht wissen, was und wie, sondern du musst einfach nur so ein Gefühl in dir haben. Da muss es irgendwie noch ein bisschen mehr in meinem Leben für mich geben. Da muss doch noch mehr drin sein. Ein bisschen hier in den Schatten gehen, damit ich nicht so in die Sonne blinzle. Und du vielleicht auch so instinktiv in dir das Gefühl hast, du würdest gerne auch, in welchem Bereich auch immer, diese wunderschöne Welt zu einem besseren Ort machen. Diese wunderschöne Welt, in welchem Bereich auch immer, sei es im Bereich Umweltschutz, sei es im Bereich andere Menschen unterstützen, oder soziale Projekte, andere Menschen einfach helfen, egal bei was. Dabei kann ich dir da eben auch definitiv helfen, weil das auch, und das brauchst du auch, dein Herzensthema sein soll, deine Mission sein soll. Was daraus dann erfolgt, das ist der Erfolg und das ist unter anderem dann eben auch der finanzielle Erfolg. Und meine Mission ist zum Beispiel, 100.000 Menschen, insbesondere Frauen, Männer sind natürlich auch gerne willkommen, aber ich ziehe insbesondere Frauen an, zu einem holistisch und befreiten Leben zu verhelfen. Und das meine ich damit, das ist ein holistisch und befreites Leben. Dass du einfach dir dein Leben so gestaltest, wie es voll und ganz deinem Herzen entspricht, ohne dass jemand anderes, eine dritte Person über dich bestimmt. Wenn du vielleicht auch schon wie wir erwachsene Kinder hast, wenn du deinen Kindern noch was anderes mit auf den Weg geben möchtest, weil du merkst, wie viele Prägungen und Themen sie von dir übernommen haben und wie sie sich auch schon jetzt in relativ jungen Jahren mit ihrem Leben arrangieren. Und du kannst ihnen noch was anderes mit auf den Weg geben, aber dann musst du vorgehen. Dann darfst du es ihnen vormachen, wenn deine Kinder schon erwachsen sind oder
ja, im Teenageralter, dann wirst du es nicht schaffen, ihnen irgendetwas vorzupredigen. Die werden das kaum annehmen. Sondern wenn du es ihnen vorlebst, dass es funktioniert, dann werden sie wissen wollen von dir: Hey Mama, erklär mir mal, zeig mir mal, wie das funktioniert, wie das geht. Ich will auch noch die Kurve kriegen. Oder wenn du auch gerne mit deinem Partner oder deine Partnerschaft überhaupt, deine Ehe oder was auch immer, Partnerschaft, Ehe, auch noch mal auf ein anderes Level bringen möchtest, dass ihr gemeinsam noch mal neue Ziele euch setzt, vielleicht weil die Kinder gerade aus dem Haus sind oder vielleicht weil die Kinder, wie bei uns jetzt, ja jetzt auch, unsere Tochter hat gestern die Abiturfeier gehabt, da ist jetzt endgültig, ja, das Thema Schule auch für uns durch. Und es ist so schön, jetzt auch zu sehen, wie ich sehe und zu beobachten, wie ich es noch meinen Kindern mit auf den Weg geben konnte, die Prägungen, die sie früher mitbekommen haben, wie ich das noch switchen konnte, indem ich es ihnen vorgemacht habe, dass ein anderes Leben möglich ist, dass alles möglich ist, wenn man seinem Herzen folgt, seiner Mission folgt. Und das solltest du, wenn du mit mir arbeiten möchtest, auch in dir tragen, dass du auf irgendeine Art und Weise, du musst nicht wissen, welche Weise und welche Art und was genau, das finden wir gemeinsam heraus, etwas bewegen möchtest auf dieser Welt. Sei es für deine Familie, für deine Kinder, für andere Menschen, die Welt zu einem besseren Ort, die Welt hinterlassen möchtest mit einer Inspiration für unsere Nachfahren, was auch immer. Dabei kann ich dir definitiv helfen und dann lass uns gerne auch sprechen darüber. Ich schreibe dir gerne auch den Link. Ich habe diese Woche noch Termine frei. Dann komm gerne zu mir in eine Durchbruchssession und dann schauen wir ganz genau, was dein Thema sein könnte, um da einfach mal Impulse für dich zu setzen. Ich kann dir auch versprechen, dass du definitiv aus einer Durchbruchssession bei mir rausgehst, egal ob wir anschließend zusammenarbeiten oder nicht, dass du eine ganz klare Vorstellung davon hast, wie dein ideales Leben ausschaut, nach deinem Herzen. Und ob du dann anschließend gehst oder nicht, oder ob du weiter träumst oder das Ganze zur Lebenswirklichkeit werden lässt, das ist deine Entscheidung. Aber du wirst anschließend nach einer Durchbruchssession definitiv wissen, wie dein ideales Leben ausschaut. Und du darfst dir auch erlauben, mal wieder groß zu träumen, mal Kindheitsträume auszupacken wieder. Und wenn du dich nicht an deine Kindheit mehr erinnern kannst, wie viele von uns sich nicht mehr an ihre Kindheitsträume erinnern können, dann hängt das nicht damit zusammen, dass dein Gehirn nicht die Fähigkeit hat, sich daran zu erinnern, sondern dass da so viele Schleier und Prägungen und ja, ich habe das bei mir immer so empfunden, wie so ein Damoklesschwert, das über mir liegt, über einem liegen oder man ganz viele Mauern um sich herum aufgebaut hat, ganz viele Schleier, weil einfach so viele Verletzungen und Themen in unserem Leben waren und es ist keine Elternschelte. Die haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, aber sie wussten es ja auch nicht besser. Da haben wir einfach so quasi im übertragenen Sinne als Schutz des Überlebens viele Mauern um uns aufgebaut. Und das ist der Grund, warum wir uns an unsere frühe Kindheit nicht mehr erinnern können. Weil da einfach so vieles uns im Leben quasi widerfahren ist, was wir uns so nicht vorgestellt hatten, als wir im Bauch von der Mama ausgecheckt haben, weil da waren wir einfach. Wir waren einfach da. Wir waren einfach Bewusstsein und alles war möglich. Wir haben uns keine Gedanken drum gemacht, wie etwas funktioniert. Wir haben uns nicht drüber Gedanken gemacht, wie wir Geld verdienen, sondern es war alles möglich. Wir wollten und konnten die Welt entdecken. Bis dann eben die gut gemeinte Erziehung und vieles, vieles an Themen da über uns gestülpt wurde. Und das ist der Grund, warum wir uns nicht mehr an unsere früheste Kindheit erinnern können,
weil da einfach diese Schubladen verschlossen sind, so als Selbstschutz quasi. Aber das kann man alles noch mal öffnen. Du kannst deine Träume noch mal ausgraben. Das ist der allererste Schritt. Das ist so meine Inspiration heute für dich. Und ich schreibe dir den Link jetzt ins Kommentarfeld rein. Wenn dich das irgendwie berührt, dann lass uns gerne reden. Komm zu mir in eine Durchbruchssession und dann schauen wir, was deine kühnsten Träume sind und wie dein ideales Leben ausschaut und welche Mission du in die Welt bringen möchtest. Weil das ist einfach die Basis, um dich auf deinen Herzensweg zu begeben. An erster Stelle darf das Herz stehen und dein Seelenplan darf entdeckt werden und alles Weitere, der Weg ist das Ziel, was daraus erfolgt, ist dann eben der Erfolg. Dein Erfolg, das, was dich ausmacht, was deine Einzigartigkeit ausmacht, deine Gaben, deine Stärke, dein Potenzial, das, mit dem du mal hier so das Licht dieser Welt erblickt hast. Okay? Tschüss.